Reifenparade. Für diese Übung benötigen Sie 4 Ringe und ein Hütchen. Legen Sie die Ringe in einer versetzten Viererreihe vor dem Tor aus, wobei die äußeren etwas weiter nach vorne zeigen. 1 Meter davor postieren Sie das Hütchen. Die Übung startet mit einem Auftaktsprung des Keepers in die mittleren Ringe. Gleich danach setzt der Torwart einen Fuß in den äußeren Ring und leitet die Bewegung zum flachen Ball ein. Nach der Aktion steht der Torwart schnellstmöglich über das Knie auf, läuft im Sidestep um das vordere Hütchen und bekommt einen halbhohen seitlichen Ball zugeworfen. Achten Sie beim ersten flachen Ball darauf, dass der Torhüter nach dem Auftaktschritt einen klaren Schritt nach vorne in Richtung Ball macht. Variieren Sie die Art der zugespielten Bälle. Hier werden nun 2 halbhohe Bälle hintereinander geworfen. Anstelle des Hütchens passiert der Torwart erneut den Reifenparcours, bevor er den zweiten Ball seitlich hält. Achten Sie aber auch hier wieder auf den Auftaktschritt und auf das Vorsetzen des Abdruckbeins.